Willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends TOP Guide Video. Tja, was war die letzte Season nur los? Ich habe noch nicht einmal 100 Millionen Punkte erreicht. Ich kann es euch sagen, ich habe viele B-Tier-Charaktere mitgenommen und gehofft, dass das soweit passt, weil die einfach einen besseren Eindruck gemacht haben als die anderen Charaktere in den höheren Tiers. Und um euch nochmal abzuholen, ich habe Cybox gespielt und viele Android C21 Charaktere mitgenommen. Ich habe jetzt keine 100 Millionen Punkte erreicht. Ich habe dennoch hier diese Belohnung durch diese Punkteanzahl bekommen. 100 sind es, und also 100 CC sind es, die ich bekommen habe. Und wie vierten Platz? 10.325. Immer noch genug, um 1000 CC mitzunehmen. Beweist also, ihr seid gar nicht unbedingt verpflichtet, diese Z- bis A-Tier Charaktere mitzunehmen. B-Tier, wenn ihr da einen Hauptteil rausnimmt, reicht auch aus, um halt bis zum Ende zu kommen, um dann halt diese gute Platzierung mitzunehmen. Wenn ihr einem unteren Ligen unterwegs seid, einfach nur die Teams mitnehmen, die ihr, mit denen ihr euch sicher fühlt, dass ihr eine hohe Platzierung einnehmen könnt, sodass ihr halt eine Liga immer wieder aufsteigt, dann solltet ihr irgendwann in Z auch landen. Aber auch hier sehen wir, das funktioniert einwandfrei. Was schauen wir uns jetzt an? Wir haben in der Infobox, also unten in der Beschreibung, das Ganze verlinkt, was ich euch jetzt erzähle, was wir uns auch im Laufe des Videos angucken werden, sodass ihr in diese Parts selber reinspringen könnt. Als nächstes schauen wir uns nämlich den Pfad an, dann die Besonderheiten, die neuen Charaktere, / Zenkai-Charaktere, dann die Teams, und dann ist der Guide auch schon wieder vorbei. Aber bevor wir damit starten, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Der Pfad wird recht kurz ausfallen, weil, ganz ehrlich, es ist nicht viel dazu zu sagen, aber seht einmal selber. Dies ist der Pfad, nichts Besonderes dazu zu sagen, folgt ihm einfach, wie ihr könnt. Macht es davon abhängig, wie euer Team aufgestellt ist. Dann weicht auf jeden Fall auch ab. Aber ansonsten könnt ihr diesen Pfad gerne benutzen, um euch an dieser Season zu orientieren. Schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Und wenn ihr Befürchtungen habt, dass ihr damit nicht zurechtkommt, dann schaut gerne mal jetzt bei den Besonderheiten rein. Denn dort habe ich euch einige Charaktere oder gegnerische Teams, die ich euch vorstelle, welche vielleicht ein Problem darstellen könnten. Beziehungsweise da könnt ihr euch Tipps abholen, wie ihr mit diesen umgeht. Im Grunde finde ich diese Season oder die Gegner, die wir auf diesem Pfad haben, relativ einfach, nur hier ein paar Besonderheiten, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Team hier, welches erstmal recht schwach aussieht. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr Mr. Satan seht, davon ausgehen könnt, dass die Gegner sehr schnell angreifen können, weil er die Verbündeten mit Ki-Regeneration bufft, und das sorgt dafür, dass man halt schneller angreift in diesem Modus. Heißt, dieser Goten könnte eine Gefahr werden, er hat eine garantierte blaue, also wollt ihr ihn als erstes raushauen, dann wollt ihr auf die anderen gehen, nur damit ihr Bescheid wisst, dass dieser Satan gar nicht zu unterschätzen ist. Auch bei diesem Feld würde ich keine Gegner unterschätzen. Wir haben hier zum Beispiel Puipui, den Free-to-Play-Charakter. Ihn würde ich mit als erstes raushauen. Wir haben die Buffer dabei, wie jetzt hier C15 und einmal, boah, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Hier unten in der Mitte, der lila, ne? Extreme folgt der Hera-Charakter. Er ist auch ein Debuffer, und wir haben den Shenlong mit dabei, welcher auch einen Angriff inaktiv macht. Deswegen, ihn wollt ihr auch als letztes angreifen. Ich würde sagen, erst Puipui, dann oben den roten Casserole heißt der, glaube ich. Und dann könnt ihr die Debuffer rausnehmen. Dann geht ihr auf den Extreme Sacher, wollte ich schon sagen. Auf den Salzer. Ihn könnt ihr aber auch vorher rausnehmen, damit er nicht mehr Damage raushaut an euch, beziehungsweise wieder Damage Verteiler weniger Damage vergibt, sagen wir es mal so. Und dann zum Schluss der Boy, der einen Angriff inaktiv macht, dass ihr ihn zur Not auch mit dem Rising Rush rausnehmen könnt. Ebenfalls sehr ekelig ist dieses Gott der Zerstörungs plus Angel Team. Hier haben wir einige Stunner dabei. Whis, Beerus, Champa, drei Stunner in einem Team ist nicht gerade schön, aber es ist relativ einfach, wenn man erst Beerus rausnimmt, dann auf Whis geht, dann auf Champa, auf den blauen Champa, weil bei dem gelben, da habt ihr wahrscheinlich nicht genügend Zeit, um ihn rauszunehmen, um seinen Stun zu umgehen. Deswegen erst Beerus, den LF Beerus, dann Whis, blauer Champa, und dann könnt ihr auf die anderen drauf gehen, weil dann habt ihr eigentlich das Gröbste überstanden und solltet eigentlich good to go sein. Bei diesem Zellfeld ist es echt knifflig, aber mein Tipp, erst einen der LF-Cells rausnehmen, also sucht euch einen von denen aus, je nachdem welchen ihr bevorzugen würdet. Ich würde vielleicht oben auf diesen gehen in der Mitte und dann auf den unten rechts und dann auf den roten Cell, weil er auch eine Verwandlung hat, und dann auf den anderen. Bedenkt aber auch, dass der grüne erste vom Cell euch einen Teil eurer blauen Leiste wegnimmt von einem Charakter. Deswegen vielleicht wollt ihr ihn auch mit als erstes raushauen und dann auf die anderen Charaktere gehen. Aber an sich ein Feld, welches man nicht unbedingt umgehen kann, zumindest den Pfad, den ich euch eingezeichnet habe, beinhaltet ein zweimal vielleicht, dass ihr hier auf dieses Feld, auf so ein Feld draufkommt. Deswegen rüstet euch gut auch gegen lila Charaktere und auch gegen rote, dann solltet ihr eigentlich auch hier fein sein. Bezüglich den Bossfeldern ist das die einzige Wahl. Ganz ehrlich,
5 Fäuste fällt, mit diesen einfachen Gegnern gibt es kein besseres. Wir haben hier einen Elf-Charakter, welcher einmal Fernangriffe absorbiert, also der macht die inaktiv, deswegen da gerne mal auf den LF Goku aufpassen, dass er hier vielleicht nur mit Schlagangriffen reingeht. Ansonsten seid eigentlich free to go. Der blaue GT Goku, der dreifach, hat auch einen Stun, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber beachtet es halt. Und wenn ihr auf den LF Goku drauf geht und dann auf einen der anderen vielleicht Schelle drauf geht und dann die anderen rausnimmt, dann seid ihr auch hier fein, weil den Stun des Gokus kriegt ihr nicht, beziehungsweise könnt ihr nicht umgehen, das macht er schon in der ersten Runde, aber das ist tatsächlich das einfachste Bossfeld mit 5 Fäusten. Wenn ich einen Charakter vergessen sollte hier, tut es mir leid, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wen ich vergessen haben sollte, aber ich starte jetzt erstmal mit dem Zenkai-Charakter, bevor wir auf die neuen eingehen, Gogeta. Schauen wir mal, ob der überhaupt für den Modus geeignet ist und wir wechseln mal in seine Maximalstats und auf den Modus selber. Er hat einen sehr hohen Angriff, er hat eine sehr hohe Verteidigkeit und eine sehr gute Ki-Regeneration. Deswegen an der Stelle schon mal ein großes GG. Wir haben extrem und gigantischen Schaden, den er macht, und seine Fähigkeiten machen folgendes. 30%iger Damage Buff. Wir haben 30%ige Damage Reduction und allein eines gegnerischen Angriffs wird dieser Effekt eliminiert. Heißt, das ist dann vorbei. Staatsverstärkungseffekt, zweimal immun gegen Attributsabzüge und ist das echt so? Ja, tatsächlich. Staatsverstärkungseffekt, immun gegen Staatseffekte und bei Angriffstreffer selbst hat er eine, okay, 2% Ki-Reaktionsgeschwindigkeit, die nach oben geht, nicht eliminierbar, und die blaue Leiste steigt um 2%. Bei Angriffstreffer heißt, wenn er angreift, steigt seine Ki-Reaktion und seine blaue Leiste. Heftig, okay. Jedes Mal, wenn eigener Angriff einen Gegner kampfunfähig macht, mit Angriffsleiste steigt um 10% und wird auch die blaue Karte verstärkt. Ob das so zutrifft, weiß ich nicht. Unvergleichliche Fusion, ihr seht, hat einen Deckungswechsel bei Leben von 30% oder weniger der Verbündeten. Häufigkeit einmal. Bei Zugbeginn selbst hat er einmalig 70%igen Damage Buff und 30%ige Damage Reduction. Sind wir also bei 100%, was den Angriff angeht in der ersten Runde. Und direkt nach allein eines Angriffs heilt er sich um 3% einmal. Seine blaue Karte und finale Angriffskarte wird gebufft und seine blaue Leiste steigt auch nochmal um 2%. Er bufft mit seiner Fähigkeit GT fusionierte Kämpfer und Saiyajin um 35%. Schlag Fernverteidigung und seine Zenkai-Fähigkeit bufft grün und fusionierte Kämpfer. GG an der Stelle, nimmt ihn auf jeden Fall mit, auch wenn er im CT ist, wo er wahrscheinlich die meiste Zeit hocken wird. Wenn ihr fusionierte Kämpfer GT oder Saiyajin spielt, ist er auf jeden Fall euer Mann. Dann machen wir doch mal mit dem Trunks weiter, Extreme Trunks. Ihn habe ich nicht gezogen, so ein Spoiler aber auch. Er hat folgendes drauf im Tiopida-Kraft wahrscheinlich. Er ist ein Fernangriffstyp. Er hat eine, ja, okay Ki-Reaktion. Seine Künstlerkarte macht enormen Schaden und seine einzige Fähigkeit hat einmal folgendes drauf. 30%iger Damage-Buff, 20%ige Fernangriffs-Buff und 15%ige Damage-Reduction. Bei Beginn von Zug 1 pro verbündeten GT selbst Zugwiderschaden je 5% für 2 Züge und Fernangriff auch nochmal je 5% für 2 Züge. So auch die Ki-Reaktion um 15. Naja, okay. Also er ist abhängig von GT-Charakteren, nur da ist er spielbar, ansonsten ist er fast useless, weil er macht halt sonst keinen Schaden. Bei Angriff mehrere Verbündete in Reichweite, okay, Zug der Schaden 5% für 2 Züge, beziehungsweise bei Angriff bufft er die Verbündeten auch um 5%, dass die mehr Schaden machen und auch mehr, dass er selbst mehr Fernangriffsschaden macht um 5% nochmal, das ist auch strong, aber bis zu zweimal, also sprich 2 Züge, bufft er die Verbündeten 5% in dem Bereich, den ihr hier seht. Und seine Sie-Fähigkeit bufft Basis-Fernangriff und Verteidigung für GT, Halbzeit-Gen oder Vegeta-Clan und Basis-Schlagangriff von GT um 18%. Okay, er ist okay, er ist mit, er ist nicht schlecht, er ist nicht überragend gut, aber er ist okay. Kommen wir zu Pan. Sie habe ich auf 7 Sterne gezogen, dennoch wollen wir sehen, was wir hier mit 7 Sternen rot anfangen können mit ihr. Sie hat einen hohen Schlagangriff, sie hat eine hohe Verteidigung, Ki-Reaktion ist wirklich wenig, extremer Schaden bei beiden blauen und die erste Fähigkeit gibt ihr 65% mehr Schaden, 20% weniger Schaden, den sie erleidet. 25% Ki-Reaktionsgeschwindigkeit, sehe ich gerne, erhalte eine Pillmenge der Spezialangriffsleiste und direkt 20% bei Kampfbeginn. Annehmen, mitnehmen. Bei Angriff zufügter Schaden 20% ab und Schlagschaden ebenfalls 20% ab. Und 2% wie Gogeta steigt die blaue Leiste. Weil wenn sie selber angreift, dann bufft sie sich für einen Zug nochmal und
Beziehungsweise bei Schlagangriff wird mit 2 Zügen gebufft und die blaue Leiste steigt um 2%. 22% in der ersten Runde. Geil. Bei Beginn von Zug 1, Superaktion wird ausgelöst, Kirationsgeschwindigkeit nochmal um 10% ab für 2 Züge, die blaue Leiste steigt um 15% und Staatsverstärkungseffekt einmal immun gegen Attributabzüge. Geile erste Fähigkeit. Lass ich so stehen. Das ist einfach nur heftig. Wachsender Entdeckergeist hat einen Deckungswechsel gegen Schlagangriffe für die Felder, die ihr hier seht. Einmalig. Direkt nach Erleiden eines Angriffs verbündete Zug der Schaden 10%. Wenn sie Schaden kriegt, bufft sie Verbündete für die Felder hier. Okay. Halt. Eigentlich, also sie heilt sich selber um 1%. Auf jeden Fall. Und wieder die blaue Leiste um 2%. Annehmen. Bei Spezialangriffstreffer. Attributsabzug erlittener Schaden 15% ab, also wenn sie mit der blauen trifft, dann hat der Gegner einen Debuff und bei Finalangriffstreffer ebenso und die Kirationsgeschwindigkeit sinkt nochmal um 30 bei dem Gegner für 2 Züge jeweils. Und sie bufft Schlag, Fernangriff von GT, Halbzeit-Jin, Son Family und Schlagverteidigung von GT um 15%. Ey, alles in allem finde ich die sehr, sehr gut gelungen für den Modus. Sie ist ein Pflichtcharakter, würde ich fast schon sagen, dass man diese mitnimmt. Und schon sind wir bei dem LF GT Guru. Ihn habe ich nicht gezogen. Ich werde es auch nicht weiter versuchen. Ihn schraube ich mal hoch und das hat er drauf. Er hat eine sehr hohe Verteidigung, er hat eine okaye Key-Regeneration und seine Künstlerkarten machen einen extrem als auch gigantischen Schaden. Und seine erste Fähigkeit, 100% Damage Buff, 25%ige Damage Reduction plus für einen Zug nochmal zusätzlich 5%. Key-Regenerationsgeschwindigkeit 15% ab. Wichtig bei dem Charakter, weil er wenig Ki-Reaktion hat. Bei Ende von Zug 1 bufft er sich nochmal um 10% im Schaden und die blaue Leiste füllt sich um 10% und hebt Attributabzüge und Staatseffekte auf. Bei Beginn von Zug 2 bufft er sich nochmal. Ist genau dasselbe. Bei Zug 2 genau dasselbe. Das ist nicht verkehrt. Dann hat er einen Deckungswechsel für den Bereich neben sich und bei Beginn von Zug 1, also für Schlagangriffe, bei Beginn von Zug 2 löst die Superaktion aus, wo er nochmal seine Leistung 10% füllt. Er stunt einen Gegner mit seiner Sonnenfaust. Gegner Attributsabzug, psychischer Schaden 20% down für 2 Züge und Attributsabzug erlittener Schaden 10% ab. Okay, direkt nach Erleiden eines Angriffs selbst heilt er sich um 2% bis zu 3-mal, bufft sich um 5% und bei Beginn von dem Zug, wenn die eigene Lebensenergie 60% oder weniger beträgt, dann hat er nochmal 10%igen Damage Buff, 10% Damage Reduction und seine Spezialangriffsleiste steigt nochmal um 10% und wird verstärkt, die blaue. Also dieser Party mit den 10%, der kommt so häufig vor, das läppert sich und das macht es dann auch wiederum gut. Wenn es nur einmal vorkommt, ist es nicht gut, aber jetzt bei ihm, ich glaube dreimal war das sehr strong. Er bufft Schlagfeierverteidigung von GT, Son Family oder Saiyajin und Basisfernangriff von GT um 18%. Also auch alle Charaktere heute wollen in GT-Teams gespielt werden. Wenn ihr die alle zusammenbringt, ist das wirklich was sehr, sehr Gutes, was ihr da an Team erstellt. Und gerade der Charakter, der will auf jeden Fall auch in dem Modus gespielt werden. Ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Kommen wir zu den Teams und das ist das Team, welches ich letzte Season verwendet habe. Würde ich jetzt diese Season nicht zu raten, die C21er da rauszunehmen. Wenn ihr viele Punkte haben wollt, konzentriert euch lieber auf die höheren Tiers. Aber das ist das Team, welches ich gespielt habe. Ich habe euch an der Seite jemanden eingeblendet, der auch sehr hoch platziert ist, aktuell mit einem Cyborg-Team. Ich würde das Team jetzt hier nochmal umstellen und es euch nochmal zeigen, wie ich es jetzt diese Season aufbauen würde. So würde ich es jetzt diese Season bauen, denke ich. Ich habe hier nämlich auch Charaktere mitgenommen, die Free-to-Play zu erhalten sind, beziehungsweise es ist nur einer, wenn ich jetzt ganz genau bin, und das ist hier dieser blaue C13. Er kommt schnell auf seine blaue Karte, weswegen ihr ihn gerne mitnehmen könnt. Deswegen gerne mit ihm rein. Ich habe ihn auf 7 Sterne rot, sollte gut Schaden machen. Dann habe ich noch die klassische Kombi von C16 und C18, welche sich gegenseitig schützen und auch heilen. Und wir haben C13 dabei. Zahlen, verdammt nochmal, welcher auch hier der Senkai-Buffer für rot ist und auch eine garantierte blaue hat und einen Deckungswechsel für unsere C18, falls sie viel Schaden fressen sollte. Darüber, über der roten C18, welche ja unsere Heilerin ist, habe ich noch eine weitere Heilerin und zwar die Extreme C18, welche die Charaktere neben sich auch bufft und einen Deckungswechsel sogar hat für den Extreme
C17 zum Beispiel, welche einfach nur für den Damage da ist. Ich habe aber auf der Bank auch nochmal Gamma 2. Den kann man auch mitnehmen, vielleicht auch als Ersatz für C18. Da müsst ihr euch noch jemand anderen raussuchen, den ihr mitnehmen möchtet. Aber er ist auch nochmal ein Heiler und ein Buffer, den man auch reinnehmen könnte, um zum Beispiel C18 rauszunehmen aus der Schusslinie, um die Charaktere vor sich und neben sich zu buffen, wenn C18 Gefahr läuft, zu viel Schaden zu nehmen. Dann könnte man das ebenfalls machen. Aber Cybox, würde ich sagen, ist ein sehr stabiles Team. Allgemein habe ich jetzt Teams zusammengestellt, die jetzt nicht so weit oben, also unter anderem weit oben stehen, aber es sind auch einige dabei, die sehr weit oben stehen. Ich besinne mich eher darauf, stabil unterwegs zu sein und eher nicht das Maximum an Punkten rausholen zu wollen, sondern eher bis zum Ende zu gehen und die 1000 CC zu bekommen. Das ist mein Fokus, weswegen ich jetzt auch hier folgende Teams zusätzlich erstellt habe. Das Mädels-Team, sehr stabil. Hieraus kann man auch schnell ein Universums-Repräsentantenteam bauen, also hier Mädels-Repräsentanten kann man hier eigentlich sagen. Aber ich will euch nur das Mädels-Team vorstellen, weil die halt wirklich sehr weit oben sind, stabil und viele Punkte kriegen sollten. Heißt, das ist das Team Nummer 1, welches ich euch zeigen wollen würde. Hier seht ihr auch nochmal einen Dude, der das anders gebaut hat, aber recht ähnlich. Hier kann man wirklich viele Universums-Repräsentanten-Charaktere reinbauen, aber ich habe jetzt mal auch die neuen Senkai, also in Anführungsstrichen neuen Senkai-Charaktere genommen, wie Bulma und Chi-Chi und auch hier noch mal auf zum Beispiel hier die Mai gesetzt, welche je Zukunft oder Mädels Charaktere 10% Schaden Damage Reduction bekommt und entsprechend halt dann ihren Schaden aufbaut und sie bufft halt Fernangriff Verteidigung von Mädels. Sehr gut, weil wir sehr fernangriffsorientiert sind eigentlich. Wir haben ein, zwei Schlagangriffscharaktere mit dabei, aber man kann die auch nochmal auswechseln, beziehungsweise ich kann auch diese Mai durch die andere Mai ersetzen, durch diese grüne Mai hier, welche ein HP Buff zum Beispiel auch bietet und ein Stun, beziehungsweise sogar auch Blutung und auch hier für die Mädels dann nochmal einen Buff bereithält, weswegen ich eigentlich eher das hier machen würde. Ich wechsle die mal aus. Dann könnte man hier nochmal einen Buff mitnehmen an Stun und HP Buff. Pan habe ich hier nicht mitgenommen, weil sie einfach von der Senkai-Fähigkeit niemanden bufft. Deswegen habe ich mal auf sie verzichtet. Aber hier, das wäre die Konstellation der Mädels für euch. Weiteres Team, Kinoversion Saga, auch könnte stabil sein, habt es jetzt nicht so weit oben gesehen, aber ihr könnt damit, denke ich mal, auch die 1000 CC mitnehmen. Er ist jetzt hier in der Liga S zwar, aber auf Platz 227 in der gesamten Rangliste und er hat ein Team gebaut, was ich jetzt nicht so bauen würde. Ich habe jetzt hier meins mal für euch zusammengestellt, natürlich auch nach Kira-Zone gefiltert und hier könnte ich natürlich auch den Cyborg C13 mitnehmen, welchen ich schon bei den Cyborgs mit dabei hatte, habe ich aber verzichtet und Gokua mitgenommen. Er ist eigentlich genauso gut. Wenn man ihn hat, ist er auch ein ganz guter HP-Buffer für Kinoversion-Saga und folgt der Hera, wovon wir zwei weitere auch haben und das sind die Bojacks. Bojack Nummer 1 ist der rote, Bojack Nummer 2 ist der lilane. Der erste hat einen Erweckungsangriff, kann leider keinen K.O.'n mit diesem, kann aber da schon Schaden raushauen und sich verwandeln, um bessere Stats zu bekommen und wir haben einmal den lilanen Bojack, der eine garantierte blaue verfügbar hat. Gamma 2 ist wieder mit dabei, wir haben Salza und Cooler. Den Cooler könnt ihr übrigens auch gegen, jetzt muss ich mal gerade gucken, hier diesen Free-to-Play-Cooler austauschen, wenn ihr wollt. Der ist dann eher fernangriffsorientiert. Ich habe jetzt den anderen mitgenommen, weil dieser eine schnell auf eine blaue kommt, wo auch immer der jetzt hier wieder sein mag. Und hier oben ist er. Und weil wir auch einige rote Gegner haben, deswegen habe ich ihn mitgenommen, ein paar mehr blaue. Und dann habe ich noch über Gamma 2 Bardock. Wenn ihr ihn habt, er ist relativ neu, dann ist er wirklich Gold wert, weil ihr einige mächtige Feindgegner habt, zum Beispiel die Gegner, wenn Cell zum Beispiel, dann hat er relativ schnell auch eine blaue Karte parat, hat höheren Damage Output bei diesen Gegnern, deswegen er sehr gut. Auf der Bank habe ich noch Tals zusätzlich, welcher an sich allein, also für sich allein stehend sehr solide ist, weil er einfach sich selbst auch nochmal 10% heilt. Das ist etwas, was wir gerne haben wollen. Man kann natürlich auch ins C-Tier reinspringen, um dann halt einige andere starke Charaktere mitzunehmen, ist aber das C-Tier, wie gesagt, weniger Punkte wären hier zu holen. Hier gibt es aber einige Ultras und LF-Charaktere, von denen ihr auch wählen könntet. Und zu guter Letzt, wie soll es anders sein? Natürlich GT ist hier auch eine sehr gute Wahl, eine sehr stabile Wahl, welche ihr euch oder für welche ihr euch entscheiden könntet. Hier habe ich natürlich die neuen Charaktere mit reingenommen, neuer Senkai, neue Unit, Summonable Unit. Die anderen beiden, die ich nicht habe, hätte man jetzt auch mitnehmen können. Hier ist euch wirklich freier Hand gelassen, was ihr mitnehmt. Wir haben einige Charaktere im Z bis A Tier. Wir haben hier dreifachen Goku, der stunnen kann. Wir haben hier noch den Senkai Goku, den wir auch mitnehmen könnten, anstelle von dem Vegeta, um halt schnell auf eine blaue zu kommen. Oder ihr nehmt beide mit von mir aus auch, weil die buffen sich soweit eigentlich auch nicht gegenseitig, aber der Goku bufft Vegeta mit der Senkai-Fähigkeit, weswegen das auch schon mal Gold wert sein könnte.
Ich habe Pan mitgenommen, sehr guter GT-Charakter. Gogeta sowieso und auch der Extreme Shenlong ist an sich wirklich ein Must-Have in diesem Team. Deswegen hier auch gerne ihn mitnehmen bei Fernangriffen. Selber bei eigenen Fernangriffen füllt er seine blaue Leiste um 5%. Ähnlich wie jetzt Gogeta und Pan mit 2%. Die füllen die auch schnell damit. Dann habe ich nochmal hier als Damage-Dealer den roten Shenlong. Er hat jetzt noch keinen Zenkai. Die Season läuft noch bis nächste Woche. Bis übernächste Woche, Dienstag. Und bis dahin sollte der Zenkai Shenlong möglich sein zu spielen. Heißt, er bekommt seinen Zenkai und kann auch in diesem Modus gespielt werden. Er wäre eine gute Wahl, wenn ihr auf ihn verzichten wollt oder könnt, dann, weil ihr ihn vielleicht auch nicht habt, dann wechselt ihn auch gerne aus. Das ist dann kein Problem. Ich habe jetzt hier Cyborg C17 mitgenommen als Damage Dealer und auf der Bank habe ich nochmal C17 aus der GT, also der Hellfighter 17 heißt der, glaube ich, so ein Dokkan. Er ist auch sehr gut, plus Super Baby als Healer für das Team. Falls ihr einen benötigt, schmeißt ihn gerne rein. Wir haben genügend Deckungswechselcharaktere da drinne, die auch schnell mal in die Bresche springen können, wie zum Beispiel Gogeta oder Pan. Das ist dann soweit kein Problem. Aber alles in allem ist dieses Team wirklich sehr solide mittlerweile. Wenn man die anderen neuen Charaktere auch noch hätte, sogar noch besser. Habe ich jetzt nicht, deswegen würde ich das jetzt so bauen. Und man könnte hier zum Beispiel sogar noch einen Majoub reinbauen, Extreme oder Sparking ist egal und hier könnt ihr natürlich auch gerne in die anderen Tiers reingehen, bin ich ja auch, zum Beispiel für den C17 ins B-Tier oder auch ins C-Tier für Gogeta und Super Baby, das macht dann nichts, dann nimmt man die da gerne raus, damit man einfach ein solides Team hat und bis zum Ende durchkommt. Und das war mein Guide für die Season 71 im Turnier der Kraft. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr durchkommt, für welches Team ihr euch entscheiden würdet. Das könnt ihr gerne in die Kommentare da lassen. Wie gesagt, ich habe alles in der Infobox oder in der Beschreibung nochmal verlinkt, damit ihr schnell zu den Passagen springen könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr da heute dabei gewesen seid. Viel Glück bei eurem Run und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und ciao!